Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Und genau, wir waren ja beim letzten Mal hier, ne, und waren uns unsere Armee am Aufbauen. Schaut euch das mal an, hier so viele dicke Dinger. Und genau, wir wollten noch erkunden fahren. Und ja, die letzte Aufnahme war, glaube ich, sogar jetzt mal ohne Lags drinne. Das heißt, dass die, ja, Aufnahme geklappt hat. Das finde ich sehr schön, Leute. Gut. Alles klar, dann würde ich sagen. Ja, ach, da oben. Nee, nee, komm. Fahr mal hier hin, los. Fahr mal hier oben hin. Ja, wir waren uns hier unsere Armee im Aufbauen. Und das sieht schon sehr krass aus, muss ich sagen. Und genau. Na, fahr da ganz oben hin. Los. Nicht, dass der Raketenturm dich da trifft. Genau, wir wollten erkunden. Oh nein. Funktioniert der überhaupt? Der funktioniert noch. Oh nein. Verdammt. Egal. Tschüss, Qua Tschüss, Strike. Ah, okay. Na gut. Oh nein. Dann hol den ab. Los. So. Ja, die Gegner, die greifen hier echt im Minutentakt an, Leute. Aber ja, wie gesagt, ich hoffe, dass sich das jetzt stabilisiert hat hier mit den Lakes und mit dem Abstürzen. Solche widere Umstände beim Let's Playen hatte ich noch nie gehabt, ey, wirklich. Ja, dann. Dickes Rohr ist nicht sch. Ah. Na super. Toll. Na, egal. Einfach weiter dicke Dinger bauen hier. Könnt ihr mal aufhören? Ist doch kindisch. So, zack, zack, zack. Und einmal bauen. So. Leute. Ja. Sehr gut. Was macht der denn da? Seid ihr doof? Ihr seid da echt lebensmüde, Alter. Nicht quer beim Gegner. Verdammt nochmal, ey, wirklich. So, das wird jetzt der letzte Angriff, den ich hier verteidigen muss von links. Du nervst. So. Leute. Gut. Dann haben wir das ja jetzt hoffentlich mal. So, Leute, dann gehe ich jetzt gleich zu dem Linken hier zuerst. Moment, ich würde eigentlich ganz gerne nochmal erkunden fahren, aber. Ja, komm. Dann bau nochmal hier einen Trike. Ich würde ganz gerne noch ein bisschen erkunden, bevor ich angreife, weil ich möchte gerne sehen, was wir hier. Wo der Gegner ist. Es reicht eigentlich nicht, ne? Dann bewegt die mal ein bisschen hier rüber. Schaut euch das mal an da. So. Diese dicken Dinger da, ey. Also wirklich. Oh, Leute. Lasst doch mal meine Sammler in Ruhe. Ja, der ist eh voll. Der ist eh voll, Leute. Dann kommst du auch mal rein hier. Los. Holt die alle mal ab. So. Mensch, ey, wirklich. Das ist eine anstrengende Mission, ich sage es euch. So, Trike. Und dann hier nochmal, zack, zack, zack. Und Quad. Genau, Leute. Gut, dann erkunden wir nochmal. Noch ein bisschen weiter hier, so. Weil ich möchte gerne sehen, was hier ist. So. Weil hier ist nämlich nicht viel. Na, geh weg. So. Ja, Leute, wie geht's euch so? Ich hoffe, euch geht's gut soweit. Mir geht's eigentlich auch ganz gut. Dadurch, dass die. Ich wusste, dass da schon wieder so eine Scheiße kommt. Dadurch, dass die Aufnahmen jetzt, hoffe ich mal, ein bisschen besser laufen. Ja. Auch noch zwei. So. Ja, dann, keine Ahnung. Ah, jetzt. Okay. Jetzt, ja. Luftangriff bereit. Der kommt dann nämlich schon wieder angeschissen da hinten. Ja. So, Leute. Da kommt meine nächste Einheitenbestellung. Luftangriff ist bereit. Sehr gut. So, die sind fertig repariert.
Sehr schön. Oh, hier unten ist schön viel Spice. Weißt du was? Nimm mal die ganzen Sammler hier und schick die mal nach hier unten. Ja, ja. Gar keine schlechte Idee, Leute. Wow. Nicht hierhin. Seid ihr bescheuert? Hierhin. Los. Da unten ist schön viel Spice. Das macht ja nicht viel, wenn die da weit weg sammeln, weil den hier auch am besten. Hier runter, los. Alle hier runter, alle Sammler. So. Gut, dann können wir mal ein bisschen weiter durch die Gegend fahren hier, ne? Nein, doch nicht dahin, Mann. Wie viele Sammler habe ich überhaupt? 8 Stück oder so? Ja, richtig gut. Dann können wir hier weiter aufrüsten. So, Quad nachbauen. So, Leute. Dann passt das doch. Ja, sehr schön. Wir bereiten hier unseren finalen Schlag vor gegen die Kack-Atreides. Wir schlagen sie mit ihren eigenen Waffen hier, mit Luftangriff. Das ist geil, Leute. Oh, die geile Mucke. So, Leute. Was? Ben schon wieder? Keine Ahnung. Naja, gut. Da ist wieder ein Absturz, Leute. Gut. Ich sag mal, bis gleich. Ja, hallo zusammen. Da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Dune 2000. Ja, das war jetzt eine kleine Anmoderation, aber ja, es war nur wieder nur ein Absturz. Ja, ich musste 7 Minuten nachspielen. Ja. Und wir werden hier nach wie vor minütlich angegriffen, ne? Das ist so heftig, Leute. Da denkt man, gegen die Atreides ist es einfach. Nee, nee, ist nicht. Ist nicht. Mission 7. Ist krass. Gut, Leute. Dann wisst ihr was. Dann baue ich danach noch die beiden. Fertig. Und wenn die fertig sind, dann gehe ich mal angreifen hier mit. So, Leute. Weil es reicht langsam. Es reicht wirklich langsam. Mit ihren komischen Spielzeugen hier. Keine Ahnung. Im Gegensatz zu dem sind die Atreides-Waffen Spielzeuge. Ja, das ist so. So, macht die direkt im Arsch, die Einheiten. Los. Kein Bock mehr auf die Angriffe hier von links. Der baut eine Scheiße. Das ist unmöglich, Leute. Unfassbar, wirklich. So. Scheiß Wüstentruppen. Macht die kaputt. Sehr gut. Meine Güte, ey. Wirklich. So. Dann würde ich sagen, wenn der fertig ist, machen wir uns mal auf hier. Minütlich speichern, das ist ganz wichtig. So. Es ist wieder langsam. Nochmal speichern. Ach. Ich muss sowieso die Spielgeschwindigkeit hochmachen. Was ist denn jetzt los? Hallo? Meine Güte. Dieses Spiel buggt. Es buggt. In den letzten 3 Missionen buggt es richtig rum. Meine Güte, das ist echt schade, Leute. Es hat bis jetzt so Spaß gemacht, das Let's Play. Ich will nicht, dass mir diese Erfahrung kaputt gemacht wird. So, dann geht mir mal bitte hier hin. Let's los. Wo denn? Was ist denn hier? Hat der Gegner schon Frame? Nee, ich glaube nicht. So, dann macht ihr mal hier... ihr seid jetzt mal die Vorhut hier. Los, für die Dingspanzer. Ja, sorry, Mastermind, wenn ich jetzt hier trotzdem reinfahre. Aber das ist meine Nummer 2 jetzt hier. So, gut. Spielgeschwindigkeit können wir mal wieder runter machen. Und mal speichern nochmal. So. Jo, dann können eigentlich die Dicken schon rein. Dann können eigentlich die Dicken schon rein, ja. Es gibt ja diesen Selbstzerstörungsmechanismus, ne? Aber den werde ich nicht benutzen bei den Gebäuden. Nee, nee. Die werde ich nicht benutzen. So, ihr fahrt mal hier rein jetzt. Und mach mal das Mannequin da im Arsch. Oder was? Ne. So, die Wüstentruppen, macht die kaputt. So, Leute. Oh, ich brauche Silos, tatsächlich. Ja gut. Na dann, Batsch. Fahrt ihr mal hier rein jetzt, los. Boah, wie dreist. Wie dreist. Wirklich. Greift er von hinten an. Der greift von hinten an. Eiskalt, ey. So. Mach den Sammler im Arsch da. Der braucht keine Kohle mehr hier.
Genau darauf habe ich die ganze Zeit gewartet, ey. Mit den dicken Dingern schön hier in die Basis reinfahren. Patsch, ey. So, Leute. Gut, dann fahrt ihr mal schon mal wieder hier hin. So, Leute. Ich kann euch ja mal zeigen, wie das aussieht mit der Selbstzerstörung hier bei Gebäuden. Die macht nämlich richtig viele Gebäude im Arsch. Schaut mal. Jetzt die Selbstzerstörung. Alles weg. Batsch. Alles kaputt. So. Sehr schön, ey. Sehr effektiv gegen Gebäude auch, ja. Dieser dumme Raketenpanzer, ne? So, Leute. Mach die Raffinerie kaputt. Batsch, direkt weg. Das ist so heftig, diese Panzer. Diese Panzer sind so heftig, Leute. Mach den Sammler im Arsch. Batsch, batsch. Ach du Heilige, ey. Gut, wir brauchen... Oh, wir haben 13.000 Kohle. Wow. Nicht schlecht, Leute. Okay, dann macht ihr jetzt mal nochmal hier die Drecksarbeit. Für die großen Panzer. Für die dicken. Für die dicken hier. So, Leute. Macht den Kack-Raketenturm hier im Arsch. Uff, ja. So, speichern, ganz wichtig, bevor es wieder abstürzt. So, putz. Und zack, sehr schön. Jo, Leute. Dann haben wir Mission 7 eigentlich auch fast schon geschafft. So, Leute. Macht ihr mal schneller. Jawohl. Ja, ich habe jetzt natürlich nicht erkundet, ne, weil ich hier nie durchgekommen bin. Aber ich glaube, hier ist nicht viel. Da kann jetzt nicht, können jetzt keine drei Basen sein oder so. Nee, nee. Aber eine zumindest. Eine ist hier. Eine Basis. Und macht die Scheiße im Arsch. Scheiß Imperator vor allem. So, Leute. Macht den Sammler kaputt. So, batz, 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 batz. Oh, schneller. Schade. Egal. Gut, Leute. Die Dicken, die können sich da mal hier in Bewegung setzen. Batsch. So, sehr schön. Und den scheiß Turm dann noch platt machen. Batsch. Gut, dann macht die Raffinerie kaputt. So. Braucht er nicht mehr. Den Scheiß hier. So, Leute. Gut. Ja, dann. Diesen Turm dann noch kaputt machen. Der hat nachgebaut. Ernsthaft. Ja gut, dann macht den direkt im Arsch da. Ah, da kommt meine große Armee. Sehr schön. Da kommt die Dampfwalze, Leute. Schaut euch das mal an, da kommt die Dampfwalze. Richtig gut. So, nochmal speichern. Ich bin jetzt ein bisschen übervorsichtig. Ja, das ist leider so. Geht nicht anders. So. Der Bauf ist immer noch da, was? Quatsch. So, alles klar. Gut, Leute, dann macht ihr mal jetzt hier die ganze Kacke kaputt hier los. Hat er schon wieder einen Luftangriff? Ja, okay, aber das ist nicht so schlimm, ne. So, dann. Dann, alles klar, Leute. Macht ihr mal diesen scheiß Turm da im Arsch. Und ihr könnt mal hier unten hinfahren. So, Leute. So. Batsch, batsch. Sehr gut. Der hat noch einen Turm hier. Meine Güte, ey. Wirklich. Macht immer die scheiß Luftangriffe weg. So. Batsch. Hightech-Fabrik zerstört. Die Atreides ist kurzfristig von Verstärkungen abgeschnitten. Ah ja. Okay, Leute. Cool. Die kriegen jetzt keine Verstärkung mehr. Die Penner hier. Haben sie auch nicht verdient. Nö. Braucht er nicht. Dann macht er kaputt hier. Ja, ist egal, Leute. Die sind ja nur meine Vorhut hier, die kleinen, ne? Meine Vorhut für die hier. So. Die sollen ja nur die Verteidigung durchbrechen. Trike. Trike, ich bitte dich, Junge. So. Oh, hier kann ich euch gleich mal schön die Selbstzerstörung zeigen. So, Leute. Scheiß Imperator. Hier unten ist alles weg. Sehr gut. Scheiß Raketenturm. Komm, mach den doch weg. Wie viel hält denn das Ding aus? So. Ah, nee,
nee, der will nur. Nee, nee, okay. Gut. Dann. So. So. Oh nein, da sind noch Türme. Na ja, gut, egal. Ich glaube. Alter. Wo kriegt er die ganzen Strikes her? So, Leute. Ich glaube, ich zeige euch jetzt mal hier die Selbstzerstörung. Richtig gut. Die Selbstzerstörung ist richtig heftig gegen Gebäude. So, der macht den kaputt, den Scheiß-Sammler. So. Mach mal hier Selbstzerstörung. Los, so, zack. Und Team 2. Ist jetzt egal, ich glaube, ich habe die Mission. Batsch! Drei Gebäude auf einmal weg. Ah, schaut mal hier. Da habe ich sogar noch ein dickes Rohr. Na gut. Batsch. Sehr schön, Leute. Gut, dann haben wir den Raumhafen auch schon fast platt. Sehr gut. So, was mache ich denn jetzt hier mit dem dicken Rohr? Ich will nämlich nicht, dass das irgendwie... Nein! Ach, verdammt. Gut, dann kommst du mal hier hoch und machst mal hier eine Selbstzerstörung, bitte. Richtig geil, die Devastatoren, ja. Richtig nice. So, Leute. Mach du mal hier. So, zack. Und batsch. Sehr gut, ey. Wirklich. So. Batsch. Weg damit. So. Die Dicken, die sind echt super. Benutze ich mega gerne, die Dicken, ey. Weil ihr seht. Wo kriegt ihr den? Hä? Ach, hier. Ja, okay. So, Leute. Hallo? Was machst du denn da? So, Leute. Ja, wir brauchen Silos, das ist mir gerade kackegal. Ganz ehrlich. Wir rollen hier über den Gegner drüber. So. Speichern. Nicht vergessen, Leute. Nicht vergessen zu speichern. Damit ich nicht immer so viel nachspielen muss. So, Leute. Batsch. Das ist eine Dampfwalze, wie es im Bilder, wie es im Buche steht. Schaut euch das mal an. Das ist so heftig. Batsch. Ja, das ist... Das macht Spaß, Leute. Das macht Spaß. So. X-Forschungszentrum weg. Für etwaige Schallpanzer. Und die Energie weg. So, batsch. Dann diese Türme, okay. Diese Türme müssen weg. Okay, dann fahrt ihr mal bitte hier hin. Teilt euch mal ein bisschen auf. Batsch. Wüstentruppen, wo kriegt ihr die denn noch her? Sag mal. Alter Schwede, ey. Wirklich. Batsch. Einmal durch die Basis walzen hier. Batsch, 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 batsch. Mein lieber Gott, ey. Wirklich. Bauen wir noch einen. Ich liebe diese Panzer einfach. Die sind so herrlich. Und batsch. Ja, speichern. So. Hier gespeichert. Sehr gut. Machen wir jetzt noch hier die Kacktürme kaputt und dann macht ihr mal einen Wachdienst. So, macht mal einen Wachdienst hier. So, alles klar. Ja, die kommen wieder. Ja. Okay. Ja, dann macht den erstmal noch kaputt hier. Diesen Raketenturm da. Batsch. Sehr schön. So, ja. Haben wir ihn. Hier ist der scheiß Imperator noch drin, ne? Mit dem Kack-Sadukas. Ja, ja. Aha, die Raketentürme funktionieren sogar noch. Batsch. Ja, aber nicht mehr lange, Kollege. Na gut, das Spiel ist wieder abgestürzt. Ich sag mal bis gleich. Zum Glück habe ich gespeichert. So, Leute, ja, da bin ich wieder. Ja, ganz kurz hier geladen und dann geht's weiter direkt. Ja, ich habe jetzt zum Glück eine Methode gefunden, wie ich die Abstürze schneller kompensieren kann. Deshalb, ja, geht schon. Dann rollen wir einfach mal weiter hier auf den Imperator zu. Los, mach den im Arsch. Ey, da ist sogar einer kaputt gegangen noch. Naja gut, egal. 10 Minuten hat die Folge noch ungefähr. Ja, passt. Ein Hakon-Gebäude, bitte was?
Hä? Warum ist das ein Hakon-Gebäude? Das checke ich jetzt nicht so ganz. So, wo ist deine Sadoka-Produktion? So, dann machst du mal hier unten bitte... Ah ne, geht schon. Dann machst du mal hier unten bitte eine Explosion. Ah, da mach du, komm. Aber besser nicht da drumherum stehen bleiben. Batsch. So. Sehr gut. Ja, dann war's das wohl, würde ich mal sagen. Nochmal speichern kurz. Naja, wie gesagt, das mit den Abschüssen, das ist zwar nach wie vor doof, aber... Wie gesagt, also ich muss jetzt nicht immer den Rechner neu starten, das ist ganz gut. Auch Silos? Ja, okay. Gut. Da, der Imperator wurde ausgelöscht. Das hat er auch nicht anders verdient. Oh, ich brauche noch gleich so eine Sammlerjagdtruppe. Gut, dann war mal Quatsch. So, Leute. Hier haben wir auch wieder einiges, aber ich glaube, das werden wir nicht mehr brauchen hier. Einfach nur Kohle ausgeben. So, dann schieß mal da drauf, da los. Ja, das ist halt das Doofe, die müssen erst Mauern platt machen, bevor sie die Silos platt machen. Aber geht schon. Geht schon. So, Batsch. Sehr gut. Sehr, sehr schön. So. Ja, dann haben wir es doch mal wieder geschafft hier, die Mission. Mission 7 ist fertig, Leute. Ja. Lief, abgesehen von den Abstürzen, doch ganz gut. Außer, dass wir am Anfang echt Probleme hatten hier mit dem... Mit den Angriffen von allen Seiten. Schießt mal hier drauf noch. Macht die Scheiße kaputt. Mauern, ey. Wirklich. So, weg damit. So, sehr gut. Macht die Energie nochmal kaputt. Da kann der Luftangriff nochmal ein bisschen helfen. So. Dann haben wir alles, würde ich mal sagen. Batsch, sehr gut. Dann hier jetzt nicht noch die Luftangriffe, genau. Und machen wir das Mannequin da weg, los. Und Batsch, das war's schon. Sehr gut. Dann brauche ich jetzt hier noch meine Sammlersuchtruppe. Hier können wir hier unten hinfahren. So. Leute, ja, sehr gut. Gucken wir mal, was hier noch so ist. Aber ich glaube, das war's mit Mission 7. Ist endgültig. Hier sind nur noch Mauern. Hier ist nichts mehr, ne? Nee, echt nicht. Und vielleicht hier unten noch? Da unten ist noch ein Sammler. Okay, Leute. Gut, dann nochmal speichern. Ja, das ist doof, aber es ist nun mal so. Keine Ahnung, wie man das ändert. Gut, Leute, dann... Meine Dampfwalze, ey, die sind noch alle fast komplett, ne? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 15... 3 habe ich es explodieren lassen, 18... Ja, 2 sind kaputt gegangen, okay. Aber sonst... Sonst haben die echt alles überlebt, ne? Aber auch nur wegen unserem ersten Angriff. Von daher, ja. Lieber Mastermind, es geht auch anders. Ja, ich weiß. Aber die Tipps vom Mastermind sind eigentlich immer ganz gut, deshalb, ja. So, Leute. Was macht der denn da? Der fährt da noch mit, okay. Nö, eigentlich sind das hier nur meine Sammlerjäger, ne? Gut, Leute, dann haben wir es ja mal wieder geschafft hier. Mission 7, wa? Nochmal zwischenspeichern. So, dann haben wir's. Da freue ich mich doch jetzt aber. Und das passt sogar ziemlich genau von der Partlänge noch her, ne? Vielleicht eine 25-Minuten-Folge. Aber das geht. Das geht, Leute. Ja, seht ihr das? Die sind Sammlerjäger Nummer 1, ey. Die Quatsch. Gut, dann haben wir's. Yes! Wir haben's! Wir haben's, Leute. Sehr gut. Boah, 504 Einheiten gegen 96. Krass. 348 Gebäude. Junge, Junge. Gut, Leute. Wir sind Geschwaderführer mit 944 Punkten. Sehr schön. Geil. Bald wird Haus Ordos ausgerottet sein. Oh, nächste Mission geht gegen die Ordos. Das wird blöd mit den scheiß Deviatoren, Leute. Aber gut,
Wir haben Mission 7 geschafft. Danach kommt Mission 8. Spiel gespeichert. Und danach kommt die allerletzte Mission von Dune 2000, Leute. Da freue ich mich schon drauf. Okay, Freunde, wisst ihr was? Dann würde ich sagen, hoffe ich mal, dass euch das hier gefallen hat, Mission 7, trotz der Abstürze. Und ja, wenn ja, dann lasst auch gerne ein Like oder Abo da, würde mich sehr freuen. Und ja, dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder schönen Tag, ne? Tschüss.